Und dann schalten wir nach Chicago zu Kerstin Klein, unserer Korrespondentin dort. Guten Abend und guten Tag nach Chicago. Wie haben Sie den Auftritt gestern Abend von Joe Biden erlebt? Das war ein sehr, sehr emotionaler Moment. Das waren ja mehr als 17.000 Menschen in dieser Halle und die standen alle auf. Die riefen alle unisono, we love Joe, und zwar minutenlang. Und so hatte Joe Biden eben auch an vielen Stellen tatsächlich Tränen im Auge, musste sich die einmal wegwischen, einmal wegdrücken. Das war ein sehr emotionaler Abschied. Aber Joe Biden hat auch nochmal die Gelegenheit genutzt, er hat ja rund 50 Minuten gesprochen, nochmal seine Erfolge zu betonen. Das heißt, er hat betont, was er alles erreicht hat in diesen 4 Jahren, vor allen Dingen, worauf er stolz ist, dass er trotz der großen Spaltung in Washington im Parlament zwischen Republikanern und Demokraten es geschafft hat, doch viele große Gesetzespakete zu verabschieden, und zwar mit Stimmen aus beiden Parteien. Darauf ist er stolz. Und was er aber auch eben immer wieder gemacht hat in dieser Rede, ist zu betonen, das ist nicht nur sein Erfolg, sondern das sei ihr Erfolg von Joe Biden und Kamala Harris als Duo, und hat damit eben auch gleichzeitig die Empfehlung gegeben für seine jetzige Stellvertreterin, dass sie dann seine Nachfolgerin werden soll. Nur mal kurz dazu, ist das so eine Art Staffelstabübergabe dann schon gewesen? Wie war dieser erste Tag des Parteitags? Ja, das war schon so. Das sollte ja Joe Bidens Abschiedsabend werden. Und das war es auch, allerdings sehr, sehr spät. Das war fast schon kurz vor Mitternacht, Ostküstenzeit. Hier war es ungefähr 23.30 Uhr, als er die Bühne betrat. Das heißt, da dürften viele Zuschauerinnen und Zuschauer an den Fernsehschirmen schon im Bett gewesen sein. Den Primetime-Spot, den zur allerbesten Sendezeit, den hatte tatsächlich Kamala Harris mit einem kurzen, spontanen Überraschungsauftritt, wo sie eben Joe Biden gedankt hat. Wir haben es gehört, aber wo sie auch noch mal selber gesagt hat, und jetzt lasst uns kämpfen, lasst uns unseren Kampf führen, weil wenn wir kämpfen, dann gewinnen wir. Das ist ja ihr Slogan. Und auch die ganzen Redner, die in den Stunden vor Joe Biden aufgetreten sind, die haben sich auch bei Joe Biden bedankt. Oft aber gerade dafür, dass er sich eben entschieden hat, den Weg frei zu machen für Harris. Und die haben aber ansonsten vor allen Dingen Kamala Harris Führungsrolle betont, ihre Stärke betont, sie als Person gezeichnet. Und vor allen Dingen wurde auch ganz viel über Donald Trump geredet. Die Kollegen der Washington Post, die haben mal nachgezählt und die kamen auf mehr als 150 Erwähnungen von Donald Trump. Und das ist eben der Kontrast, der hier gestern Abend schon aufgezeichnet wurde und der in den kommenden Tagen weiter aufgezeichnet werden wird. Der Kontrast zwischen der demokratischen Kandidatin Kamala Harris und dem republikanischen Kandidaten Donald Trump, das wird der Fokus hier auch in den kommenden Tagen sein. Ja, irgendwie muss sie ja punkten. Das werden wir dann auch erleben, wenn sie ihre eigene Rede hält, Kamala Harris. Die werden wir natürlich übertragen, ja, bei Phoenix. Aber jetzt noch mal zum Prozedere dieses Parteitags. Da sind ja viele illustre Namen aufgetaucht auf der nicht nur Gäste, sondern auf der Redner- und Showliste. Heute Abend ist der Abend der beiden Obamas, oder? Wie geht's weiter? Genau, also die ganze Rednerliste für heute Abend ist noch nicht bekannt, aber es ist schon klar, dass Barack Obama sprechen wird und auch Michelle Obama, beide extrem beliebt in der Demokratischen Partei und auch bis weit in die Mitte der Gesellschaft. Das heißt, das sind zwei Fürsprecher für Kamala Harris, wie sie sich nur wünschen kann. Und Barack Obama hat ja auch eine gewisse Rolle gespielt hinter den Kulissen, dabei nämlich Joe Biden davon zu überzeugen, doch zu verzichten und den Weg frei zu machen für Kamala Harris. Das heißt, es wird ein besonderer Moment sein, und man hat auch gestern, hier war zum Beispiel Hillary Clinton da, die ja selber vor 8 Jahren versucht hat, Donald Trump zu schlagen und die damals ganz knapp gescheitert ist. Da hat man auch viel gehört von dieser Solidarität unter weiblichen Kandidaten. Man hat auch viel gehört unter der Solidarität unter einer diverseren Wählerschaft, einer diverseren auch Kandidatenschaft. Anders eben als bei den Republikanern. Und auch das werden Themen sein, die hier eine Rolle spielen. Und dann ist ganz viel Prominenz auch noch in den nächsten Tagen zu erwarten. Die Demokraten sind ja gut darin, auch Musikstars und Hollywoodstars aufzufahren. Da kann man sich also sicher auf die eine oder andere Überraschung noch gefasst machen. Ich sage nur Beyoncé. Wir schalten wieder und sprechen drüber. Danke für heute, Kerstin Klein. Genau.